mit Liebherr. So, wir sind von Eurosport 2 rübergewechselt zu Eurosport Tischtennis-Weltmeisterschaft in Paris, Achtelfinale im Herrendoppel. Und wir sehen zwei Schweden, die beide den Nachnamen Karlsson tragen, meines Wissens nach aber nicht verwandt und nicht verschwägert sind. Christian Karlsson und Matthias Karlsson. Und sie spielen gegen zwei Taiwanesen, Chiang Hung Chie und Huang Sheng Sheng. Es steht 1:1 nach Sätzen. Klasse gespielt, super Rückhand. Und das ist auch keine Mission Impossible für die beiden Schweden. Denn das sind jetzt nicht absolute Riesen im Welttischtennis, die beiden Taiwanesen, auf die sie in diesem Achtelfinale treffen. Chiang, die Nummer 166 der Weltrangliste. Huang auf 107 notiert. Also beides keine Top 100 Spieler. Der eine Schwede schon, die 97. Christian Karlsson. Und Matthias Karlsson ist die 185 in der Welt. Also für beide doppelt durchaus schon Erfolg, ins Achtelfinale bei der WM gekommen zu sein. Und ein Match, das durchaus ganz, ganz knapp entschieden werden könnte. Knapp geht es auf jeden Fall zu im Achtelfinale mit deutscher Beteiligung. Im einzigen, Patrick Baum und Bastian Steger haben jetzt wieder den Ausgleich hinnehmen müssen. Es steht 2:2 gegen die Taiwanesen Chuang und Chen. Spielt schon einige richtig gute Bälle, die Schweden, 5:7. Es ist einige Eindrücke erhalten von diesem Doppel, aber das scheint mir ein sehr, sehr attraktives Match zu sein. Schon eine Reihe von langen Ballwechseln gesehen. So, sind nicht weit weg die Schweden, aber sind auch noch nicht richtig herangekommen. 6:8 jetzt. Jetzt beide Aufschläge durchbringen. Dann wäre das Ganze tatsächlich wieder pari. Schade. Drei Satzbälle jetzt für die Taiwanesen. Ja, Schweden nach dem Ende der großen Ära Waldner, Persson vor allen Dingen im Herren-Tischtennis ja weit von der Weltspitze entfernt. 11:7 an Game 2 Taipei. Und die beiden Karlssons geraten hier jetzt mit 1:2 Sätzen in Rückstand. Immerhin hat es ein Schwede
Ich glaube, er ist der Einzige, wenn ich den richtigen Überblick jetzt habe, in die dritte Runde des Einzelwettbewerbs geschafft. Das ist Jens Lundqvist, weit, weit in den 30ern auch schon altersmäßig angekommen. Und unter normalen Umständen dürfte er heute Abend gegen den deutschen Timo Boll keine Chance haben. Wir haben ja noch eine ganze Reihe von weiteren Übertragungen. Jetzt im Moment auf Eurosport, dann später geht es auf Eurosport 2 weiter. Und am späten Abend wechseln wir dann nochmal rüber zu Eurosport und hoffen da auch möglichst viele Bilder mit deutscher Beteiligung zu sehen. Zumindest sind alle drei deutschen Männer, die um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen, an einem der beiden TV-Tische unterwegs. Und da besteht dann hoffentlich die berechtigte Hoffnung, dass wir da auch einiges zu sehen bekommen. Dann löst das mit dem Vornamen Matthias to serve, weil halt beide Carlsson mit Nachnamen heißen. Ein bisschen überdreht. Das war Christian Carlsson. Na, gerade bei Christian Carlsson wirkt das ziemlich verkrampft, dass der Schwede da spielt. Wenn wir jetzt einige Beispiele für gehabt in den letzten Augenblicken. Das hat er allerdings gut gemacht, denn das war ein super Rückschlag des Taiwanesen. Auf der schwedischen Betreuerbank. Muss aber mit ansehen, dass sein Duo auch jetzt zur Mitte des vierten Satzes wieder ein bisschen den Anschluss zu verlieren droht. Ja, und das kann dann wieder ganz schnell gehen. 2-7 jetzt aus schwedischer Sicht. Gute Platzierung der Taiwanesen. Ja, da wird nichts mehr gehen in diesem vierten Satz für Carlsson und Carlsson. Nach zwei sehr engen Sätzen werden die Taiwanesen doch immer überlegener. Im dritten haben sie schon relativ klar gewonnen mit 11-7 im vierten
ist ihre Dominanz noch größer. 7 Satzbälle für Chang und Huang. Bisher haben wir nur ein europäisches Doppel in der Runde der letzten 8. Die Österreicher Robert Gardosch und Daniel Habesohn, die auf die topgesetzten Chinesen leider treffen werden, muss ich es mal aus österreichischer Sicht formulieren. Nämlich auf Malin und Hao Shuai, aber die haben sich nicht als ganz unverwundbar gezeigt bei ihrem 4:2-Sieg gegen die Portugiesen Thiago Apolonia und Joao Monteiro. Das haben wir vorhin auf Eurosport 2 live übertragen. Aber die Chance der Schweden, es ins Viertelfinale zu schaffen, die schwindet natürlich jetzt so allmählich bei einem Satzrückstand von 1:3. Und die Taiwanesen waren einfach in den letzten beiden Durchgängen auch sehr, sehr überlegen. Das muss man ganz klar sagen. Leider, leider sind jetzt auch die Deutschen in Rückstand geraten nach Sätzen. Patrick Baum und Bastian Steger verlieren den 5. Satz gegen die Taiwanesen Chen und Chuang ganz knapp mit 13:15. In der Verlängerung haben selbst auch Satzbälle gehabt. Das wird jetzt auch eng da. Besteht jetzt also die Gefahr, dass es genauso kommt wie im gemischten Doppel am Anfang dieses Turniertages, dass nur ein einziges europäisches Paar ist dem Wettbewerb insofern überlebt, als es in die Runde der letzten 8 einzieht, dann aber sich leider verabschieden muss. Das galt für Borawang und Humelek aus der Türkei. Ja, sie müssen einfach den Bällen zu oft hinterher schauen, die Schweden. Es ist schon eine ziemlich eklatante Überlegenheit der Taiwanesen für mich. Absatz 3. Und die spielen das, glaube ich, auch gnadenlos weiter so. Im Moment nicht das Gefühl, dass die Carlsons darauf hoffen können, dass die Taiwanesen jetzt mal die Konzentration verlieren. Ja, und sie machen einfach auch zu viele Eigenfehler, die Skandinavier. Muss man einfach auch sagen, das ist eine klassische, eine krasse Fehlentscheidung, so ein Match als TV-Match auszuwählen. In dem Fall kann ich mir auch nicht so richtig erklären, was da wohl hintersteckt. Vielleicht ein singulärer Wunsch des schwedischen Fernsehens, das live zu übertragen. Das kann natürlich sein. Da spielen immer so viele individuelle Dinge eine Rolle. Aber ich glaube, ich muss Ihnen nicht sagen, dass ich viel, viel lieber das Match von Patrick Baum und Bastian Steger gegen die beiden Taiwanesen kommentiert hätte. Dass ich ja
sogar dann, wenn man die deutsche Brille absetzt, als das deutlich engere und spannendere und mit Sicherheit auch attraktivere Match erweist. Da steht es, wie gesagt, im Moment 3-2 für Chen und Chuang aus Taiwan nach Sätzen. Und im sechsten Durchgang führen Baum und Steger knapp mit 4-3. Von knapp kann keine Rede sein. An diesem Tisch nach den ersten beiden Sätzen absolut chancenlos. Christian und Matthias Karlsson beziehen dann wirklich am Ende eine richtige Klatsche gegen die beiden Taiwanesen. Und wie gesagt, das sind jetzt nicht Riesen im Welttischtennis. Chiang die 166, Huang die Nummer 107 der Welt. Da konnte man sich aus schwedischer Sicht schon ein bisschen mehr ausrechnen. Und der Anfang war ja auch gar nicht so schlecht. Aber das Ende war dann doch ein sehr bitteres.